Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ich heiße euch willkommen zu Igor Presniakovs Beat It. Und ja, übrigens, Igor hat mir meine Gitarre signiert, als ich auf einem Live-Auftritt von ihm war, die sehr, 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 sehr rar sind. Na, da bin ich auch eigentlich stolz drauf. Ich glaube, er macht sogar jetzt gerade eine Tour. Aber ich glaube nicht durch Deutschland, ich glaube durch Russland oder so. Ist ja egal. Auf jeden Fall, er hat das Lied Beat It von Michael Jackson sehr cool umgeschrieben. Das habe ich mir mal mit einem Schüler angeguckt. Ich habe dazu leider keine Tabs. Es wird jetzt keine Tabs in dem Video geben. Die werde ich euch dann so alle erklären. Ja. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und ich zeige euch das mal. Und mal schauen, wie wir dann zusammen damit klarkommen. Ja. Alles klar, wir gehen jetzt mal direkt in die Lesson rein. So, also es fängt an mit dem Klopfen. Ihr müsst euch auch mal das Video noch dazu anschauen von ihm. Ich habe es jetzt nicht so sonderlich toll vorgespielt gerade, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es jetzt auch nicht letztens noch so viel geübt. Hatte jetzt nicht so viel Zeit dazu, das nochmal so ein bisschen vorzubereiten. Schaut euch sein Video an. Igor ist natürlich ungeschlagen. Es wäre ein Frevel, dass ich denke, dass ich da rankomme an seine Qualität. Okay, also wir klopfen. Und dann gehen wir hier hoch, ja? Bam. Back, 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 back. Und dann, bevor wir halt wieder beim zweiten Mal den machen, spielen wir hier ab der 12. Und spielen ba da da. Ja, da da da. Und dann spielen wir hier die Leerseite. Okay? So, dann spielen wir die 3 oben auf der E-Seite. Dann die 2 auf der A-Seite. Dann die 5 auf der D. Ja, vielleicht kennt ihr ja schon das Beat It Riff so. Habt ihr vielleicht euch schon mal so angeguckt. Also 0, 3, 2, 5. Dann gehen wir auf die 2 auf die D-Seite. Und machen... Ich habe mir immer sein Video angeguckt und habe mir gedacht, was macht er denn da? Ja, und er spielt die 2 hier an. Und er pullt die so ein bisschen. Er geht aber... Na, er macht... Pullt die so ein bisschen zu 0 und haut dann hier auf die Seiten rauf. Deswegen hat Igor auch meistens immer seine Gitarre auf D runtergestimmt, also komplett alle Seiten, ja, eine ganze Note runtergestimmt. Das habe ich jetzt gerade vergessen, tut mir leid, wenn ihr jetzt euch gerade dachte, hey, warum klingt denn meine Gitarre so komisch? Ja, alle Seiten müssen einen ganzen Ton oder zwei Halbtöne dann runterstimmen, ja, wenn ihr das dann mit in diesen Stimmgeräten, mit den B habt, mit zwei Bs müsst ihr dann runterstimmen, ja, und dann 0, 3, 2, 5, 2, kurz zum Pull-Off machen. Und dann hier drauf hauen. Okay. Dann spielen wir hier die 4, machen so ein Hammer-On von der 2 auf die 4. Dann spielen wir wieder die 2. Dann gehen wir auf den zweiten Bund auf die D-Seite und spielen auf die G-Seite und spielen hier halt. Ich spiele einen D. Und dann klopfen wir drauf. Ja, dann wieder. Beim zweiten Mal halten wir nur einmal dieses D. Und dann machen wir. Klopfen wir einmal drauf. Back. Also. Spielen wir. Back, back. So war der Rhythmus. Ja, ich muss das alles so ein bisschen aus meinem Kopf rausziehen. Ich habe das nicht als Noten. So. Dann können wir das halt nochmal spielen. Oder wir gehen jetzt direkt dann in die Strophe rein. Nämlich in diesen coolen Teil. So. Der geht. Also wir gehen hier Ringfinger auf die... Auf die 9 auf die G-Seite, Mittelfinger 8 auf die H-Seite und Zeigefinger 7 auf die E-Seite. So, wir spielen hier oben dann die E-Seite an. Ja, zusammen unten mit den drei Noten. Schöner, cooler Akkord. So, dann spielen wir unten nochmal die Seiten. Dann hauen wir drauf. Und dann spielen wir nochmal alles zusammen. Da, da, ba. Und dann nochmal drauf vorn.
Dann spielen wir einmal die D-Seite. Spielen wir einmal an. Jetzt wechseln wir hier den Akkord. Zeigefinger kommt komplett über die 7 ab der G, H und E-Seite. Und dann der kleine Finger hier auf die 10. Wir spielen diese drei Noten an und machen einen Pull-Off mit dem kleinen Finger zur 7 auf die E-Seite. Aber ich muss ein bisschen wegen meiner Handcam gucken. Hallo. Nicht, dass ich mich immer zu sehr rüberbeuge. Ja. Also. Ja. Und dann nochmal draufhauen. Also. So. Jetzt rutschen wir hier auf die 6 auf, auf die G-Seite, H-Seite, E-Seite und ziehen dann, also spielen hier an, und ziehen dann einmal runter auf die 7. Also. Und dann wieder draufhauen. Nochmal. Okay. Weiter geht's. Jetzt greifen wir wieder diesen Griff. Gehen den aber einen Bund nach oben. Also hier sind wir dann hier eine 8, Mittelfinger 7, kleiner Finger, Zeigefinger 6. Spielen den an und ziehen einen Bund wieder nach unten, dass wir wieder in dieser 9, 8, 7 sind. Ja, also wir kommen. Ja, da, da. Ja, wir ziehen die runter und spielen die dann unten nochmal an. Und klopfen dann wieder drauf. Also nochmal von vorne. Ah. Jetzt habe ich den Rhythmus vergessen. So. Ja. Draufklopfen, einmal oben die E-Seite anspielen und dann wieder die unten, also. Also dieses Lied ist wirklich prädestiniert dafür, dass ihr da meinen Video- und Webcam-Unterricht bucht, ja? Weil es ist wirklich sehr schwierig, hier auch über Video das zu schulen. Das ist wirklich besser, wenn man dann einen sieht und wenn ich euch dann direkt da die Tipps geben kann. Okay, also, wir spielen nochmal von vorne. Dann spielen wir einmal die D-Seite. Jetzt gehen wir mit dem Zeigefinger hier über die G, H und E-Seite. Und also wir spielen einmal dann die D-Seite und dann spielen wir D-Seite, G und H. Und spielen mit dem Mittelfinger auf die 8 den Hammer-On. Und ziehen dann, spielen hier komplett die G, H und E-Seite einmal an. Und sliden nach oben. Ja, also wir kommen aus dem Teil. Also, nee, aus dem Teil. Okay. So, wir spielen nochmal diesen ganzen Teil. Sehr gut. Sehr gut, macht ihr das, wenn ihr da bis jetzt weitergekommen seid oder mitgekommen seid. So, dann jetzt haben wir den Teil hier oben. Okay, also, wir spielen hier den Zeigefinger komplett über den dritten Bund, ab der A-Seite bis unten zur E-Seite. Spielen hier die E und die, also die A-Seite und die E-Seite oben. A-Seite und die E-Seite. So, jetzt machen wir mit dem kleinen Finger einen Hammer-On und Pull-Off auf den fünften Bund. Und dann müsst ihr ordentlich spielen, damit hier die Seite nicht schnarrt. Und ich spiele dann nochmal, ich spiele dann immer nochmal dann die 3 unten auf der E-Seite nochmal an, damit man das halt dann gut hört. Jetzt den kleinen Finger auf die H-Seite in den fünften Bund. Dann einmal oben die A-Seite mit dem Daumen spielen. Dann den Ringfinger auf den fünften Bund auf die G-Seite spielen und hier, also drauflegen und hier die G-Seite und die H-Seite einmal einspielen. Und einmal draufklopfen.
Dann spielen wir oben nochmal einmal die A-Seite und jetzt geht's runter auf den fünften Mund. Nochmal hier oben. Na? Dann gehen wir runter und spielen. Hier der Zeigefinger bleibt wieder als Barré und hier der kleine Finger bleibt jetzt hier auf der 7 auf der H-Seite und der Ringfinger geht auf die 7 auf die G-Seite. So, na, wir kommen. Wir spielen A-Seite und H-Seite. Wir lösen wieder den kleinen Finger und spielen dadurch dann die 5. Dann geht es hier hoch mit dem kleinen Finger auf die 7 auf die G-Seite. Ja, G-Seite. Ja. Dann wieder A-Seite. Und dann spielen wir D und G zusammen. Jetzt müssen wir unten den Finger so ein bisschen abflachen, weil wir dann einmal, kurz bevor wir zum nächsten gehen, spielen wir hier einmal dann die H-Seite. Kann man auch kombinieren. Oben mit der A-Seite. Okay, wir spielen nochmal von hier oben. Also. Und dann kommt der her. Okay, nochmal. Abflachen, dann die 7 und dann gehen wir hier wie so ein F, also der Zeigefinger ist eigentlich jetzt ein E-Moll, Zeigefinger, ah, ich bin schon wieder mit meinem Hut die ganze Zeit so nach vorne, meine Handkamera nimmt das dann immer ein bisschen blöd auf, ich muss mein Kopf ein bisschen zur Seite wegnehmen. Dann gehen wir hier auf einen E-Moll, also Zeigefinger 7. Bund, Ringfinger 9 auf die D, kleine Finger 9 auf die G und Mittelfinger 8 auf die H-Seite. Ja, Ringfinger 9 auf die D, weil ich habe ich gerade G gesagt, weiß ich jetzt nicht mehr genau. So, und wir spielen dann hier die E und die H-Seite, die A und die H-Seite. Ja, H, G, einmal draufklopfen, einmal dann die A-Seite nochmal. Bada, draufklopfen, A-Seite. Und dann, ja, spielt er am besten die H- und die G-Seite zusammen. Okay, wir kommen aus dem Teil. Nochmal draufklopfen. Dann gehen wir wieder auf die 5 hoch und spielen jetzt halt dieses Abgeflachte, das wir die 7, 7, 7, das ist jetzt ein D-Dur. Das spielen wir alles an. Spielen hier die A-Seite mit an. Und dann wieder hier nur diese letzten beiden G, H und E. Und ziehen dann hoch. Huh! Also nochmal von hier oben. Yo! Ihr merkt, meine Gitarre schnarrt manchmal ein bisschen. Das ist halt so, weil die Seitenlage sehr tief ist und die Saiten sind jetzt durch die D-Stimmung, schnarrt das ein bisschen. Ich versuche das immer zu neutralisieren, aber manchmal geht das halt nicht so gut. So, wenn wir jetzt nochmal den Teil hier spielen, dieses... Was? So. Tada! Soweit hätten wir den Teil. Dann kommt halt wieder den Teil, den ich dann gerade gespielt habe, wieder. Und so weiter und so fort. Und dann spielen wir dann wieder hier dies. Dann kommt der Teil. Und dann gehen wir unten auf die 7. Zusammen G, H, E. Dann spielen wir hier die 10 wieder. Machen einen Pull-Off auf die 7, spielen hier die 10 auf der H-Seite. Und dann spielen wir hier die 7 nochmal und ziehen hoch. Also. Und dann kommt wieder. Und das wäre jetzt schon die ganze Lesson. Ich weiß, es ist schwer. Ist auch schwierig, das ohne Noten zu machen, aber ich habe es euch jetzt hoffentlich so gut wie möglich gezeigt, wie man das dann spielen kann, ja? Ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwie Feedback habt oder so, einfach unter das Video schreiben oder mich bei Facebook anschreiben, mich da liken, da bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden oder bei YouTube, da bleibt ihr halt auch immer auf dem Laufenden, ja? Liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video von mir, ciao, ciao!